wunderschönen guten Abend. Es ist 18 Uhr und das heißt Transportfieber auf meinem Kanal, unser Endlosspiel geht weiter. Ich bin jetzt hier gerade bei der Holzfabrik, weil ich dort noch ein Thumbnail machen musste für die Folge 33. Und heute geht es hier an diesen ganzen Bereich hier. Und den werden wir heute ummodeln. Und zwar, wir brauchen einen weißen Zettel, weil heute ist wieder ein bisschen Schreiben angesagt für den Rama, weil wir wir wollen 160 Werkzeuge produzieren. So, 160 Werkzeuge, das heißt, wir müssen zwischen dieser Fabrik und der Auslieferung 160 Kapazität hinbekommen. 160, das heißt, wir brauchen 160 Bretter. Warte, jetzt bin ich verkehrt rum. 160 Bretter brauchen wir. 160 Bretter. Und wenn wir 160 Bretter abbauen wollen, müssen wir 320 Holz abliefern. Holz. So, wir werden... das sind 320, müssen wir da. Da müssen 160, gehen hier raus, gehen da rein, gehen zur Stadt. Wunderbar. Also, wir müssen die Linie so umbauen, dass wir hier eine Rate von 360 hinbekommen mit 9 LKWs, die wir dann kaufen wollen jetzt heute. Und dazu werden wir als allererstes mal die erste Linie hier ummodeln. Und das ist dann erstmal, benennen wir das mal um. Ich denke immer davon aus, dass der Forst da hinten auch Bad Berneck heißt. Also das ist Bertico. Bertico Forst 1. Nennen wir mal Forst. So. Gucken wir, können wir nachher immer noch gucken. So, dann haben wir die Baumstämme. Nach Bad Berneck Sägewerk. Bad Berneck Sägewerk. So. Da fehlt noch ein großes B. Dann haben wir die Linie auch mal benannt. Und dann gehen wir mal in die Fahrzeuge. Fahrzeuge verwalten. Wir haben aktuell 54 Fahrzeuge. Und davon werden wir mal... Was war das jetzt? Werden wir mal erstmal... Wieso geht die Musik da immer leiser? Das sind wieder alle aktiviert, ne? Nee. Also normalerweise müssen wir die Ältesten runternehmen, ne? Wieso springen der immer hoch? So, die wollen wir ersetzen durch den DMG Cannstatt 1,5 Millionen. Okay, dann werden wir erstmal einen Teil hier veräußern. Wählen dann nur die Fahrzeuge aus, die wir jetzt verkaufen wollen. Das mit der Musik ist halt nervig, wenn mit jedem Klick über die Musik hier leise. So, den Rest verkaufen wir und dann gucken wir uns die Rate mal an und können dann entsprechend noch Cannstatt nachschießen. Da wird unsere Produktionskette da jetzt mal kurzzeitig einbrechen. Ist aber nicht schlimm, weil wir so viel Geld verdienen, dass wir da relativ schnell mit fertig werden sollen. Also 27 Fahrzeuge gehen jetzt erstmal auf den Schrott. Gewählte Fahrzeuge verkaufen. Jawohl. So, jetzt haben wir auf der Linie nur Cannstatt unterwegs. Die fahren jetzt auch ein bisschen schneller. Und haben mehr Kapazität, glaube ich sogar. Aber das müssen wir, können wir gerade nochmal schauen. Fahrzeuge kaufen. Der Cannstatt hat eine Kapazität von 5. Und die Kutschen, die da vorher fuhren, haben 4. Okay, also Kapazität... Ne, warte, da sind ja vorher die Pritschenbusse, die haben auch 5. Okay, also sind wir jetzt nur noch schneller. Dann gucken wir uns die Linie einmal an. Wir müssen mindestens 320 auf der Linie haben. Und die haben wir jetzt aktuell noch nicht. Das heißt, wir werden uns das Linienfenster mal aufmachen. Dann haben wir Baumstämme. Ist nicht nach Baumstämme. Achso, wir sind in der falschen Kategorie. Wir müssen dahin. Baumstämme. Baumstamm Bad Berneck. 229. Okay. Da müssen wir jetzt noch nachschießen. Fahrzeuge kaufen. Cannstatt. 2. So, das müssen wir jetzt auf 320 mindestens bringen. So, 200. Was haben wir? Wieso sind hier Personen? Ah, scheiße. Ich habe Landauer gekauft. Wirklich. Zurück. Zurück. Ins Depot schicken. Den da auch wieder ins Depot schicken. Und tschüss. Jetzt habe ich aus Versehen Landauer gekauft.
Nein, nicht verkaufen, weg mit den Dingern. Klick. Wir wollten Kanzschatz kaufen. So, dann gucken wir mal. So, jetzt sind wir bei 209. Baumstämme. 320. Jetzt ist die Frage, gehen wir auf die 400 hoch? Ich würde sagen, ja. Sind wir bei 234. Sind wir bei dann noch 2 und dann sind wir bei 400. 411. Wunderbar. Also, die Linie läuft dann soweit. Mit 411 Rate, das ist sehr gut. Da sind wir ein bisschen drüber sogar. Und wir sind ja jetzt auch schneller unterwegs. Was lassen eigentlich die Straßen zu an Geschwindigkeiten? Wie kann man das hier sehen? 40 km/h, also auch das erstmal kein Problem. So, jetzt sind wir hier hinten natürlich. Mit den nächsten Kutschen beschäftigt. Ich hoffe, ey, jetzt müssen wir gerade mal gucken, ob ich jetzt hier wenigstens Fahrzeuge ausdünnen konnte. 47 Fahrzeuge, also sind nicht 7 Fahrzeuge los. Ne, 8 sogar. 8 Fahrzeuge weniger. Okay, wunderbar. Das passt auf der Linie. Dann kommt die Linie Nummer 2. Baumstamm 2. Das ist die Linie, die kommt ja erstmal weg. Fahrzeug verwalten. Die kommen alle weg. Die Linie, die kommt, wird gelöscht. Brauchen wir vorerst nicht. Doch, die brauchen wir. Oh, nee, brauchen wir erstmal nicht. Weil wir so viel Werkzeuge brauchen wir nicht. Und deswegen können wir die erstmal löschen. So, jetzt haben wir da eine Linie weniger. Jetzt können wir Bretter, Bahnhof Bad Berneck, die Linie, die kann auch weg. Fahrzeug verwalten. Klick und weg. Und dann können wir nämlich hier in den Bahnhof gehen. Und können hier die Bretter, Maschinenfabrik Bad Bernico, Fahrzeug verwalten. Die kommen auch weg. Und auch die Linie kommt weg. Bretter, Bretter, Bretter. Bretter, Maschinenfabrik Bad Bernico. Und dann hatten wir noch die Bahnhof. Bretter, Bahnhof Bad Berneck. Die Linie kommt auch weg. So. Jetzt haben wir. Jetzt müssen wir 160 Werkzeuge Minimum auf der Linie zur Maschinenfabrik liefern. Das ist dann diese Linie hier. Bretter. Maschinenfabrik Bad Berneck. Nein, umgekehrt. Wir machen das ja immer umgekehrt. Also einmal Steuerung C, löschen. Klick, klack, kluck. Und nein. So. So, passt das ins Linienschema jetzt rein, was wir da gemacht haben? Wir gucken nochmal. Ja, das passt. Okay. Das ist unsere nächste Linie, die wir jetzt mit neuen Fahrzeugen versorgen. Bretter, Baumstämme, Bad Berneck, Sägewerk. Wieder, die Linie wollen wir haben. So. Fahrzeug verwalten. Und dann haben wir hier aktuell 15 Fahrzeuge. Davon tauschen wir erstmal einen Teil aus. Oh, das sind sogar schon ganz schön viele ausgetauscht. Dann machen wir die mal alle weg und verkaufen nur die Kutschen mal, dass wir hier auch nur noch Kanzstand unterwegs haben. Und dann gucken wir auf die Frequenz, die wir haben. Das war jetzt Bretter Bad Berneck Maschinenfabrik. Da haben wir 142. Also da müssen wir noch ein bisschen nachliefern. Wäre dann diese hier. Fahrzeug verwalten. Und das wollen wir dann klonen. Und nochmal klonen. Und dann sollte das passen. 160. Jawohl. Müssen wir nur im Auge behalten, wie das hier oben steigt. 165 sind wir sogar schon. Ne, Werkzeuge 157. Also passt erstmal. Müssen wir jetzt immer im Auge behalten, dass wir da ausreichend nachsteuern. Jetzt können wir natürlich auch den Bahnhof hier ein bisschen ändern. Das sollten wir aber mit genug Kohle machen. Das haben wir natürlich gewaltig ausgedünnt. So, das sollte reichen, um dieses Ding hier umzukonfigurieren. So, also wir brauchen nur noch 2 Haltestellen.
Und eine zum Anliefern, eine zum Abholen. Dann machen wir das Ding mal. Fahrzeug im Weg, ja, das war mir klar. So. Da ist ein Fahrzeug im Weg. Kriegen wir den weg irgendwie? Ja, die fahren natürlich jetzt endlos Preis. Okay, dann bauen wir den Bahnhof mal um. So. Also. Wir wollen. Das. Auch nicht möglich. Mal kurz raus hier. Aber wir haben nicht mehr genug Geld. War doch schon so teuer. Der Spaß. So, damit können wir erstmal ein bisschen was anfangen. So, dann machen wir alles weg hier. Ob das geht, bis wir in der Fahrzeug drauf sind. Okay. Also wir haben jetzt hier eine Station. Da bauen wir jetzt eine Ausfahrt hin. Die da, wo ich sie gerne hätte, nicht hingeht. Warum? Bau nicht möglich. Dann machen wir das Ganze nochmal ganz anders. Jetzt ziehen wir das mal hier rüber. Gucken wir mal, ob es hier geht. Ausfahrt. Nee. Ausfahrt und Einfahrt. Ja, das ist wieder. Oh Mann. Das funktioniert wieder nicht, wie ich es gerne hätte. Schade, dass man die Lines nicht, also die nicht angezeigt bekommt, wie die Fahrzeuge sich in dem Bahnhof bewegen würden. Wir können ja die Fahrzeuge da erstmal rausfahren lassen. Da müssen wir gucken, wie die Linie jetzt verlaufen würde. Also die kommen nicht raus, okay. Dann müssen wir kurz mal eine Ausfahrt bauen. Fahrzeuge da einmal rauskriegen. Dann müssen wir schnell genug Pause drücken. Aber wir haben 2 Millionen schon wieder auf dem Konto. Läuft bei uns. So, jetzt können wir anfangen umzubauen. So, also, das kommt alles weg. Dann bauen wir dort jetzt mal ein neues Gebäude hin. LKW-Station. Bisschen, dass wir hier ein bisschen mehr Luft kriegen zum Bauen. So, jetzt die würden sich kreuzen. Dann machen wir. Gehen die Linien da jetzt noch rein? Ja, sind noch angeschlossen. Okay, wunderbar. Hat er übernommen, den Bahnhof. Okay, konfigurieren. Dann nehmen wir das Ding da weg. Würden die hier oben rumfahren? Das ist jetzt eine interessante Frage. So und so. Ne, so nicht. So auch nicht. Die müssen wir von oben reinholen. So. Da kommen sie nicht raus, ne? Kurz auf das Linienfenster gucken. Die gelbe Linie würde jetzt so passen. Die rote Linie würde aber da hinten mit an den Bahnhof ran. Ich will ja hier eigentlich nicht, dass die sich kreuzen, ne? Im Idealfall haben wir da keine Berührungspunkte der beiden Linien drin, ne? Aber ein bisschen schade, dass sie hier nicht abladen können, ne? Wir müssen mal kurz in die Linie reingucken, die rote Linie. Was passiert, wenn wir dort das Depot ändern? Da. Dann würden sie sich da immer noch kreuzen. Dann würde ich mal schauen. Konfigurieren. Mal kurz dieses Linienfenster hier offen lassen. Und dann versuchen wir es nochmal mit der Konfiguration. Genau, dann sehen wir auch, wie die Linien sich verhalten. Okay. Also, machen wir das hier mal weg.
und würden da eine Ausfahrt draus bauen. Kreuzungspunkt. So, so. Machen wir hier nur eine Einfahrt. Was nicht geht. Warum nicht? Da wird's gehen. Da nicht. Wenn ich das so versuche abzureißen, das geht auch nicht. Wenn ich das da. Doch, das würde gehen. Erstmal nur die Straßen ab. Dann konfigurieren und dann scrollt da eine Einbahnstraße rein. So, dann müssen wir das Ganze mit der Straße noch verbinden. Straßen, da, einmal so, das passt, einmal so, das passt auch. So, jetzt haben wir beide Linien, die dort reinfahren und hier einen Kreuzungspunkt hätten. Das wollen wir eigentlich nicht. So, das Problem ist halt einfach, dass beide Linien immer von oben dort reinfahren wollen. Von unten da reinfahren wollen. So, jetzt, was passiert, wenn ich das hier jetzt da anschließen würde? Dann fahren beide Linien da raus. Wenn ich das jetzt noch hier anschließe. Ein bisschen schön machen hier. Dann würde die gelbe Linie da auch rausfahren, aber hier im innen drinne einen Kreis ziehen. Dann könnten wir jetzt noch machen, konfigurieren. Wenn wir jetzt hier eine Einbahnstraße reinbauen würden. Das heißt, wir müssen nochmal hier raus aus dem Modulbau. Wir müssen da nochmal für ein bisschen Luft sorgen, dass wir das ausprobieren können. Dann durchschauen wir vielleicht auch mal jetzt, wie das Ganze... Also ich brauche unbedingt andere Stationen, ey, welche die ein bisschen besser sind. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Links. Achso, ich will gar kein neues Depot bauen, ich will alles konfigurieren. Aber wenn ich jetzt hier noch ein Depot ranbauen würde auf die Seite, dann könnten wir den Tipp da oben raus. Ey, das probieren wir doch mal aus, oder? Also nochmal wieder raus hier. Das könnte vielleicht die Lösung sein. Schau, ich baller hier wieder Kohlen raus. Das ist unnormal. Und zwar nehmen wir dieses Ding da und nehmen einfach auf einer Seite 2 und auf der anderen Seite 0. Aber nicht so rum, sondern so rum. Dann bauen wir das hier mal hier hin, sodass wir hier genug Abstand haben. Könnte nämlich vielleicht funktionieren, was ich jetzt hier mir zurecht friemel. Müssen wir den Fahren natürlich konfigurieren. Und würden dann... Wieder weg. Nein, das wird wieder nicht funktionieren. Doch, das könnte funktionieren. So und so. Hier raus und da raus. So. Und jetzt schauen wir mal. Okay. Die gelbe Linie macht schon mal das, was ich möchte. Jetzt müssen wir die rote Linie noch dahin bringen, wo ich sie möchte. Die rote Linie, Baumstämme Bad Berneck. Linie verwalten. Und ich hoffe, das funktioniert. Jawoll! Guckt euch das an. Der Rama hat es hingekriegt. Konfigurieren nochmal. Können wir da noch ein bisschen was wegmachen hier? Nee. Der Vorplatz hier bleibt, aber es funktioniert. Wir haben hier keine Kreuzung mehr von den LKWs. Wunderschön. So habe ich mir das vorgestellt. So nicht anders. Kann man trotzdem nochmal versuchen, was zu konfigurieren hier. Ne, dann reiße ich den kompletten Bahnhof ab. Okay, das funktioniert. Also dieser Vorplatz hier, der bleibt.
Da kann ich leider nichts dran basteln. So, aber es funktioniert zumindest mal so, wie ich mir das gedacht habe. Also wir haben keine Kreuzung mehr. Außer, dass wir hier eine Kreuzung haben. Die können wir aber auch ganz schnell umgehen. Indem wir einfach von hier eine Straße darüber ziehen. Machen wir das mal weg hier. Und ziehen hier die Straße gerade darüber. So. Jetzt müsste die rote Linie, nämlich... Ne, ist immer noch... Habe ich jetzt einen Denkfehler gehabt? Ja, wenn ich die von oben einfallen lassen würde, das würde aber nicht funktionieren, das wissen wir inzwischen. Weil die ja... Auf der Seite würden die von oben einfallen können. Jetzt habe ich das Prinzip, glaube ich, verstanden. Dann hätten wir hier aber eine Kreuzung. Wobei. Komm. Heute lernen wir ganz viel über LKW-Stationen. Dann nehmen wir hier eine. Einmal so. Da geht's rein. Da geht's raus. Dann machen wir. Es geht ja auch. Es geht ja auch wieder nicht, ne? Weil wir da keinen Straßenanschluss mehr hinkriegen. Ich würde nur gehen, wenn ich diesen Mittelteil da. Na komm! Ist jetzt gut, Rama. Sonst verbringen wir hier noch 2 Stunden. So, das passt so. Gut, also, Frequenz stimmt. Fahrzeuge fahren auch. Jetzt müssen wir das Ganze hier oben noch ummodeln. Also. Wir haben jetzt hier diese Linie. Die liefern das Werkzeug nach Bad Berneck rein. Da können wir erstmal 1:1 austauschen. Ersetze gewählte Fahrzeuge gegen den DMG Cannstatt. Da können wir erstmal 1:1 austauschen, damit wir überhaupt annähernd in Richtung 160 kommen. Machen wir natürlich ein Autosave. Was kostet so ein Hobel? Ah, komm. Hallo? In dem Moment, wo ich klicken wollte, ich schon wieder. Jo. Das Ding da. 200.000 brauchen wir dafür nur. So, jetzt haben wir alle ausgetauscht. Jetzt müssen wir uns die Linie nochmal anschauen. So, 138. Also da müssen wir noch ein bisschen nachliefern. Warte, da die grüne Linie ist es. Da haben wir jetzt 139. Fahrzeug verwalten. Warum bleibt das nicht offen? Hallo? Ist doch vorhin die ganze Zeit offen geblieben. So. Da. Werkzeug Bad Berneck 139. Ich ticke aus hier. Fahrzeug verwalten. So. So, dann sind wir bei 140, 148, 155. Nicht genug Geld. ...155, 165, und dann haben wir ein kleines Polster noch, 173. So, wunderbar. Also haben wir jetzt Bad Berneck haben wir jetzt ideal ausgestattet. Die müssten dann irgendwann bei 100% ankommen. Sofern natürlich unsere Linienauswahl in der Stadt noch stimmt. Bad Berneck Abzweigung kannst du vergessen. Werkzeugfabrik. Da ist mir jetzt schon wieder ein Fehler aufgefallen. Nämlich in der Bahnhofsbenennung habe ich das Ding hier, glaube ich, Maschinenfabrik genannt. Ne, das war gar nicht umbenannt. Sägewerk. So. Und jetzt müssen wir die Linien hier gerade mal angucken. Weil diese Linie hier habe ich verkehrt benannt. Die soll heißen...
Fabrik. So, gucken wir da nochmal rein. Okay. Das passt. Jetzt müssen wir das Zeug auch in der Stadt nochmal neu koordinieren. Dazu machen wir hier einmal das Menü auf und schauen uns mal an, wo denn das Zeug hingeliefert werden soll. Also Werkzeuge sollen in die Industriegebiete. Und die Industriegebiete sind, wenn ich das hier richtig sehe, komplett angeschlossen. Gucken wir mal, ohne und mit, ohne und mit, ohne und mit. 100%. Okay, wunderbar. Also das funktioniert. Jetzt hat dieser Bahnhof hier natürlich weniger Funktionen, weil dort eine Linie fehlt. Das heißt, einen Bahnsteig haben wir jetzt theoretisch tot. Müssen wir mal auf Eisenbahn gehen. Genau, ein Bahnsteig ist ja jetzt tot, den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Lassen wir aber trotzdem einfach mal so, wie er da jetzt ist, stehen. Und dann sehen wir haben hier via Janneby einen Haufen Fahrgäste. Das heißt, wir müssen dort den zweiten Zug vielleicht auch nochmal austauschen. Aber das hier drüben, so langsam durchschaue ich das. Es wäre natürlich schön, wenn wir da mal vernünftige Mods bekommen. Weil das ist doch sehr unübersichtlich, wenn man das jetzt nicht so ausprobiert, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Aber zumindest müssen wir jetzt mal annähern, wie es funktioniert. So, es staut sich hier ein bisschen. Müssen wir gerade mal gucken, wie hoch die Frequenz jetzt hier ist. Ups. Das ist vielleicht über... Boah! Boah! Nee! Uff, ey. Rate von 600. Nix da. Hundertdreizehn. Vierhundertachtundfünfzig ist immer noch zu viel. Wir brauchen nur eine Rate von etwas über 400. 417. 404. Katastrophe hier. So, das passt. Linie macht Gewinn. So, dann kommen wir nochmal, bevor wir das Spiel beenden, zu einer ersten Buslinie, die wir mal, beziehungsweise wir müssen den Nahverkehr in den Städten eigentlich auch mal überarbeiten. Die Städte sind ja ganz schön gewachsen und wir haben den Nahverkehr eigentlich noch gar nicht gemacht. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir uns mal mit dem Nahverkehr, mit dem Personennahverkehr auseinandersetzen. Dann sind wir auch mal wieder von den Fabriken weg. Da oben, das läuft jetzt. Die Querverbindungen mit den Brettern haben wir auch nicht mehr. Maschinenteile sollten auch mehr als genug produziert werden inzwischen. 108, wie viel brauchen wir in Bad Berneck? 168, also da müssen wir auch nochmal nachsteuern. Da fehlt noch ein bisschen was. Wie sieht es denn hier oben in der Stahlfabrik aus? 188. Das werden wir auch nochmal in den 30er-Folgen machen. Aber in der nächsten Folge werden wir Bertico als erste Stadt einen neuen Nahverkehr gönnen. Hier haben wir, oh, guck mal, hier haben wir die Einwohnerschaft verdoppelt. Wie sieht es denn in Bertico aus? Ah, da hatten wir mal einen Einbruch, einen massiven. Janneby, zeig mal her. Oh, hat er auch mal einen Einbruch. Das war wahrscheinlich die Nummer, wo wir umgebaut hatten. Und Lauenstein ist sogar auch schon über 100 Einwohner. Also, da werden wir gut zu tun haben. Ich würde sagen, Bertico wird unser Auftrag für die nächste Folge. Da werden wir dann den Nahverkehr mal ein bisschen austauschen. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Morgen, denkt dran, um 18 Uhr bin ich dann wieder für euch da. Ihr könnt einen Kommentar da lassen und mal Mods vorschlagen oder auch mal eure Meinung zu dem Let's Play sagen. Freue ich mich. Wenn ihr neu seid und keine Folge mehr verpassen wollt, aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr auch wirklich nichts mehr. Und in dem Sinne von mir wie immer einen wunderschönen Abend und ein gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.